Guten Abend miteinander und herzlich willkommen in Basel, in dieser einzigartigen Kulisse hier von der Kaserne. Hinter uns fließt der Rhein und wie ein Fluss strömen jetzt über 200 von den weltbesten Dudelsackspielern und Tamburen hier in die Arena rein. Es ist der Moment, wo es allen drin gerade mal kalt den Rücken abläuft. Schön sind auch Sie mit dabei. Ich wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen beim 14. Basel Tattoo. Nach meinem Marsch in der Arena bewegen sich die Musikanten gerade weiter bis zur nächsten Position. Es ist ein bisschen wie ein Spiel, wenn man jetzt probiert, das Bild, das es in der Arena gibt, so schnell wie möglich zu erkennen. Aus der Luft sieht man es noch ein bisschen besser als in der Arena unten. Ein Anker. Weil viele von ihren Melodien mit Schiff, Hafen und Wasser zu tun haben, hat der musikalische Leiter der Vereinigten Dudelsack-Formationen, der Stuart Samson, das Bild ausgewählt. Und beim nächsten Stück spielt er die Solostimme gerade selber.
Insgesamt spielen Dudelsäck das Jahr 9 verschiedene Melodien. Für die letzten 2 gibt jetzt der Tambourmajor, der Sergeant Robert McCutcheon, den Befehl zum Marschieren. Ah, Spikes and Drums! 3, 4, 1, 5, center! Quick, march!